Hochverehrte Freunde der Grünhäute und liebe Orkologen, willkommen zu einer neuen Folge Orks in freier Wildbahn. Wir haben uns ein wenig auf die Lauer gelegt und wurden Zeuge eines faszinierenden Schauspieles, wie sich eine Gruppe Orcus Nobus und Grottus Minimus zusammenrotteten und dann ganz unbemerkt versuchte, ein weiteres Mitglied dieser Spezies sich der Gruppe anzuschließen. Doch die Toleranz der Gruppe war nicht hoch, denn dieses neue Exemplar schien nicht wirklich ausgewachsen zu sein. Und so zog sich dieses Exemplar der Gattung Warbos Maximus zurück in sein natürliches Habitat und wir haben es dort rausgeholt und ihm ein wenig geholfen auszuwachsen und an Farb zu gewinnen, um auch Anerkennung in der Gruppe der Orcus, der Orkologen und der sämtlichen Spezies zu erhalten. Und hiermit heiße ich euch willkommen zum neuen Maltisch am Mittwoch vom 30.07. mit mir, Dizzy Finger, hinter der Kamera. Ich muss euch vorab sagen, ich bin krankgeschrieben. Papa Nörgel hat mir mal wieder ein paar Seuchen geschenkt und das nicht zu wenig. Deshalb möchte ich mich für diverse Huster und Schniefnase und was heute noch alles kommen kann, schon mal vorab entschuldigen. Es ist so, dass ich noch hoch ansteckend bin, deshalb leider zu Hause sein muss. Arbeit mit Menschen und so, ne? Kennt man ja. Und das nutze ich jetzt mal die Zeit, um ein wenig Video zu machen. Es ist noch ein bisschen anstrengend für mich, da ich unter Antibiotika und Schmerzmittel und sonst was alles stehe. Also mein Körper genug damit zu knacken hat. Deshalb wird es halt auch nicht ganz so lang. Wir zeigen euch erstmal die Grottus Minimus. Ja, ja. Hier, das sind quasi die Grotz oder Gretchens aus der Stormclaw-Box. Da arbeite ich gerade auch ein wenig dran. Ich habe ja den Aufruf gestartet, was ich heute machen soll. Ob er ein Boss mit einem Grot oder ob es Face Ripper, also der Warboss, mit seinem Squig sein sollte. Also hier haben wir dann jetzt auch noch die Bosse, die jetzt noch gehighlightet werden. Man sieht, es werden Goths. Und manche haben auch ein wenig Kriegsbemalung aufgetragen. So, back to topic. Ich habe, weil das relativ kurzfristig war, nur zwei Antworten gekriegt, die eine klare Aussage gegeben haben. Und eine vom 42, über die ich sehr schmunzeln musste, die zwar ein wenig schwammig war, aber mich dann doch bestätigt hat, das zu machen, was ich machen wollte. Und deshalb werde ich das auch gleich tun. Hier haben wir noch einen Killercam. Natürlich auch überall ein bisschen Schachbrett für die Goths. Nicht wirklich viel. Highlights sind alles schwarz, schön gebürstet, über grau hoch, dann mit Nullen Oil, dann nochmal mit grau gebürstet, andere Details drauf gemalt. Agrax Earth Shade und jetzt muss noch gehighlightet werden. Also schwarz malen ist so eine Sache. Ist natürlich nicht das Beste, was man machen kann, klar. Aber Goths sind einfach am coolsten, finde ich. So, und hier diesen Grot habt ihr vielleicht schon direkt erkannt. Der sogenannte Schmiergrott. Denn ich habe hier auch noch drei von diesen Exemplaren. Die Bosse in Mega-Rüstung oder die Mega-Nobs, wie sie glaube ich mittlerweile heißen. So, zur Auswahl stand während dieses Aufrufs eigentlich dieser Boss hier. Den wollte ich malen. Den habe ich ja zuletzt gebaut. Da habe ich mich ja vertan mit der Base-Größe und hatte ihn auf eine große Base gesetzt. Das habe ich natürlich dann direkt umgeändert, als ich darauf hingewiesen wurde. Sowas passiert, wenn man nicht genau Bescheid weiß, würde ich mir einfach mal sagen. Und schütze mich einfach mal mit Unwissenheit. Aber der soll es heute nicht sein. Und der wird es heute auch nicht. Denn der D-Angel hat heute Morgen noch was ganz schnell geschrieben. Ihm würde es auch interessieren, Grots zu sehen. Also nehmen wir uns hier vor einmal Gruck Face Ripper, der
vom Warboss aus der Stormclaw-Box. Der hat eigentlich diesen Squig hier vorne dran. So. Ich möchte den aber separat haben, weil es ein lustiges Modell. Das habe ich noch runtergelassen. Und wir nehmen uns vor diesen kleinen hier, diesen Grott. So. Für alle, die jetzt nicht so mit 40.000 bewandert sind oder es nicht so mögen, diese Techniken kann man natürlich genauso gut auch auf die Orks. Entschuldigung. Auf die Orks von Warhammer Fantasy ummünzen. Man muss lediglich die Schießbrückel wegdenken. Und so diese ganzen technischen Teile hier ein bisschen wegdenken. Aber alle anderen Techniken gehen ja natürlich genauso. Der könnte genauso gut hier ein großes Schild und hier einen Speer in der Hand haben. Wäre im Prinzip dasselbe in grün. Oder so. So, bevor wir damit wirklich anfangen, arbeite ich des Weiteren noch an meinen Wolfsgarbe-Terminator-Trupps. Hier arbeite ich jetzt ganz akribisch dran. Das sind die vier, die den einen, den ich in dem How to Paint gemacht habe, ergänzen. Das ist dann der Wolfsgarbe-Trupp Finsterwinter. Finsterwinter. Die E's sind jeweils weg. Dann haben wir hier einmal Wolfsklauen, Wolfsklauer, Flammenwerfer, Sturmschild, Sturmhammer und nochmal Wolfsklauen. Warum diese Ausrüstung? Keine Ahnung. Ich hätte Bock drauf, diese auszurüsten. Ganz einfach. So, und das Gegenstück dazu wird dann wahrscheinlich der Terminator-Trupp Bloodwinter, also Blutwinter. Da haben halt die Terminatoren gelbe Helme. Das ist schon mal quasi der Test für einen gelben Helm. Und ich glaube, das ist ganz cool, wenn da jetzt noch rote Linsen reinkommen. Ich hatte erst überlegt, einen roten Helm zu machen. Beziehungsweise mich so mit meiner Liebsten mal beraten. Ich hole mir ja manchmal so Tipps so, ach übrigens, was soll ich denn machen? So, so, so oder so. So, dann hast du rot gesagt, ich habe es mal gemacht, einfach. Gefiel mir dann aber noch nicht, weil ich mir nochmal mit gelb übermalt. Und das wird dann der im Prinzip Fernkampf-Terminator-Trupp. Einmal mit Sturmbolter-Kettenfaust, Sturmbolter-Kettenfaust, einmal mit Sturmbolter-Energiehammer, einmal mit Sturmkanone-Kettenfaust, einmal mit Sturmbolter-Kettenfaust. Ja, also relativ normal ausgerüstet eigentlich. Nichts Besonderes. Auch wieder 5. So. Und ja. Wolfsfänger arbeite ich noch fleißig dran. Und hab viel zu tun. Aber und wir fangen an. Wie sollte es anders sein? Mit dem, was am wichtigsten ist, was am prägnantesten aussehen sollte. Mit der Haut. Und da müssen wir natürlich die ersten paar Schritte bei ihm hier machen, weil der Grott ist halt heller, der muss nicht so viel schattiert haben, die Haut. So, Rook Face Ripper. Ich nehme mir jetzt einen Brustpinsel, der schon ein bisschen durch ist. Dann für die Haut brauche ich folgende Farben. Castellan Green, Death World Forest, Elysian Green und wo ist es? Hier. Athonian Camo Shade. Das sind die Farben, die ich für beide für die Haut brauche. Ich beginne jetzt bei Geruck mit dem Castellan Green, was ich einfach mit dem Bürstpinsel aus dem Pot etwas grober auftrage. Und ihr werdet merken, es sind ähnlich die Techniken, die ich auch zuletzt mal bei dem Ogre genutzt habe, den ich gemalt habe, für die Gebrüder Müller. Es ist auch Haut. Kann man also genauso diese Techniken nutzen, man muss halt nur die Farben austauschen. Und damit das nicht verwirrt mit dem Farbenaustausch, wie man das macht, mache ich es euch jetzt einfach mal hier vor. So. Ich kann euch sagen, die Sprechepisoden sozusagen werden krankheitsbedingt nicht ganz so lang. Ich quassel jetzt eigentlich schon wieder viel zu viel. Ich merke das jetzt schon wieder im Hals. Deshalb
sage ich euch, das hier ist jetzt der Schritt. Alle Haut einmal mit Kaffeeplan Green anmalen, trocknen lassen, noch ein zweites Mal drüber, damit die Schicht auch gut deckend ist. So, das heißt, wenn das jetzt trocken ist, ich einfach so nochmal drüber. Dann sehen wir uns gleich wieder, wenn der Schritt beendet ist. Also bis gleich. Nachdem nun der auch grün ist, wie er sein soll, machen wir ihn so, dass er cool grün aussieht. Also es ist ein Warboss, das heißt, er wird ein bisschen dunkler grün als alle anderen. Das mache ich aber hinter mit dem Shade, dieses Abdunkeln. Im Moment male ich ihn erstmal ganz normal, wie jeden anderen Ork auch. Ich nehme mir Death World Forest. Ja. Also hier, ne, habe ich meinen Zebra, streiche ich ein wenig die Farbe vom Pinsel ab. Und bürste über das Gesicht, so wie wir es kennen. Da ich hinterher mit Elysian Green noch drüber gehe, was ein relativ helles Grün ist, wird man hiervon unter Umständen nicht mehr ganz so viel sehen. Gibt aber an den Stellen, wo das Elysian nicht ist, einen soliden Untergrund, auf dem man arbeiten kann. Ich jetzt hier schön. Im Prinzip wisst ihr, worum es geht. Und ich bin gleich wieder da, wenn ich fertig gebürstet habe. So, der Bürstschritt ist fertig. Ihr seht, so langsam entwickelt sich sowas wie Schatten. Und jetzt kommt der nächste Bürstschritt, und zwar mit dem Elysian Green. Wenn ihr sagt, das reicht schon für euch, dann lasst ihr es so. Oder highlightet noch ganz leicht, gebürstet hier mit Nurgling Green. Ich möchte aber eher dieses Grün-Grün, dieses Grün hier, da sonst die Farben ja sehr gedeckt sind. Bürste leicht, diesmal allerdings nur von oben, nicht so auch hin und her, sondern nur von oben über das Modell. Das hat den Vorteil, dass in den Regionen, wo man halt mehr Schatten hat, immer noch das Death World Forest zu sehen ist. So, jetzt habe ich das Problem hier vorne an der Nase. Da muss ich jetzt mal seitlich. Jetzt kann man die ganze Hautstruktur da nicht so vernünftig bürsten. Dasselbe mache ich an den Armen. Im Prinzip kennt ihr das. So, und als nächstes, dann auch noch wichtig, den Grott hier male ich mit diesem Elysian Green an, wie ich vorhin den Ork mit dem Deathwood Forest angemalt habe. Da Elysian eine Layerfarbe ist, muss es auf jeden Fall 2 bis 3 Schichten dünn. Aber so male ich den dann halt an. So, wenn das fertig ist, dann bin ich gleich wieder bei euch. So, nachdem jetzt hier die Farbe am Grott trocken ist und er ein grüner Klumpen ist und der Boss ordentlich gebürstet ist, beginnt die Spaßarbeit. Jetzt kommt nämlich der erste Shade, und zwar, wie eben schon gesagt, das Thonian Camo Shade. Das ist der grüne Shade vom GW. Kennt man, mag man vielleicht auch nicht. So. Bei beiden Modellen darf jetzt ungefähr gleich viel Shade aufgetragen werden. Das würde ich bei jedem anderen Ork, Boy, Boss oder sonst was auch genauso machen. Und die Schritte hinterher. Die ergeben dann hinterher die tatsächliche Dunklung, Abdunklung, Abstufung der grünen Haut. So, das ist drauf. Jetzt kommt unter die Wärmelampe hier hinten. Und bei Grook einmal dasselbe. Ich sage zwar immer Grook Face Ripper, er wird aber bei mir einen
Generic Warboss, also ein normaler, kein Named Character. Ich nehme halt einfach das Modell, weil das bis auf den Hals ganz cool ist. Der Hals guckt ein bisschen weit raus, finde ich persönlich. Aber das ist ja wieder so eine Personal Taste Sache. Ansonsten mit diesem, mit dieser mal alternativen Energieklaue hier, mit der kleinen Kreissäge da unten dran, wirkt der schon besser als die, die man aufgrund der Sword und Black Reach Boxen überall immer sieht. Es ist zwar dieselbe Pose, ja, aber ich finde, die passt auch am besten zu Orks. So dieses, los Boys, holt's euch. So. Thorning Camo Shade überall drauf. Im Gesicht kann vielleicht noch einen Hauch mehr. So. Muss auch trocknen. Und dann bin ich gleich wieder da. Wenn bald das getrocknet ist. Bis gleich. Der Shade ist jetzt an allen wichtigen Stellen trocken. Und wir fangen einmal mit dem Grot an. Ich nehme mir wieder Elysian Green und dann Würzbunde. Und bürste jetzt die ersten Highlights raus. Das nächste, wenn alles angemalt ist, ist natürlich eine komplette Schicht Agrax Earth Shade, auch über die Haut. Und danach werde ich die Schatten, also die Highlights setzen, in nämlich Schichte bei den Grots. Dadurch wird nämlich die Haut viel heller und so hat man einen doch stärkeren Kontrast zu der dunkleren Haut der Boys, der Bosse oder sogar des Warboss. So, ihr seht, wir haben schöne zarte Schatten und hier hinten ein wenig mehr Schlagschatten hinunter. Und alles in allem, wenn ich den da richtig entgratet hätte, einen schönen Grot. Das heißt, ich muss da auf jeden Fall ein bisschen mehr Farbe drunter gehen, um diese Macke so ein bisschen raus zu reparieren. So. Gut, das ist dann der Grot. Schritt 1. Dann haben wir hier noch den Grook. Bei ihm dasselbe Spielchen. Nur halt alles ein bisschen zarter. Damit auch noch mehr von dem dunklen Grün zu sehen ist. Bei Boys würde ich es so machen, wenn ihr komplett bemalt und nochmal mit Agrax Earth Shade die Haut etwas stärker trocken bürsten. Nochmal hier mit Elysian Green. Bei den Knobs bürste ich leicht nochmal drüber. Und hier beim Warboss mache ich jetzt das unmissverständlich ist, dass ein Warboss ist und dass das Grün dunkler wirkt, gehe ich jetzt gleich, bevor ich alles andere anmale, nochmal mit einer Schicht Thonian Camo Shade drüber. Das heißt, ich baue hier zwar schon Highlights auf, dunkle diese aber zusätzlich noch ab. Das heißt, die Haut sieht viel furchiger und viel älter und vernarbter aus hinterher als bei den anderen. Das heißt, das Elysian Green kann erstmal weg. Können wir gut auswaschen. Zumindest gut genug. Wo habe ich denn die Kappe? Weiß man nicht, ne? Weg ist sie. Na, guck ich gleich. Und jetzt werde ich auf dem Warboss noch eine Schicht zum Thonian Camo Shade auftragen. Diese allerdings nicht mehr ganz so dick, weil die soll keine zusätzlichen Schatten groß werfen.
wie gesagt, nicht groß. Die soll zwar ein paar Schatten werfen, aber nicht so viele. Die soll eher das ganze Bild der Haut etwas abdunkeln. Wozu man den Shade ja auch gut nutzen kann, wenn man ihn nur dünn aufträgt und er sich nirgendwo in den Vertiefungen so sehr festsetzt, um Schatten zu bilden. So, hier hinten war die Farbe noch nicht ganz trocken in den Segmenten hier. Da muss ich ein bisschen dicker auftragen, weil ich die gerade da aus den tiefer gelegenen Ebenen rausgezogen habe beim Bürsten. So. Gut. Das Ganze darf jetzt trocknen. Und dann kümmern wir uns um den Rest des Modells. Also, würde ich sagen, stelle ich den unter die Lampe. Waschen wir mal den Pinsel aus. So, wenn euch dieses Farbschema so nicht ganz so gefällt von der Haut, könnt ihr natürlich auch variieren, wie ihr wollt. Ich habe zum Beispiel auch noch oben stehen War Boss Green. Nach dem War Boss Green, War Flash, so War Flash. Nach dem War Flash könntet ihr mit War Boss Green drüber gehen. Dann mit Thorian Camo Shade und nochmal War Boss Green. Könnte man machen. Ihr könntet auch das dazwischen setzen. Warpstone Glow. Also, es gibt so viele Grüntöne, da könntet ihr euch richtig austoben. Ihr könnt nach dem War Boss Green Nurgling Green nehmen und dann erst mit der Thorian Camo Shade shaden. Also, da sind euch echt keine Grenzen gesetzt. Wenn ihr mit dem, was ihr jetzt gerade gesehen habt, noch nicht ganz so zufrieden seid, experimentiert ruhig ein bisschen rum und guckt mal, welches Grün für euch am besten gefällt. Also, wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder, wenn der getrocknet ist. So, wenn nun so alles aber trocken ist, können wir weitermachen. Ihr seht schon hier den Unterschied. Der Orboss ist schon dunkler als der Grott. Ich vergleiche den jetzt mal mit einem Boss, der schon mit Agrax geschadet ist. Das ist ungefähr derselbe Ton. Ungefähr. Wenn der jetzt nochmal mit Agrax abgemalt wird, dann ist er natürlich noch dunkler. Und somit ein Orboss. Denn Orks dunkler. Stärker. So, es sind ja Goths, die ich vorhabe zu malen. Deshalb haben wir auch viele schwarze Elemente. Und darum kümmere ich mich jetzt, denn schwarz ist nur schwarz, ist doof. Ich möchte ein wenig gehighlightetes Schwarz, schönes Schwarz, also quasi sehr, sehr dunkles Grau ist es dann im Endeffekt. Und deshalb habe ich jetzt einmal hier Chaos Black, nein, Abaddon Black heißt es, genau, und werde Panzerplatten und alles, was schwarz werden soll, nochmal mit einer Schicht schwarz versehen. Denn zum einen ist das gesprühte Schwarz nicht so hundertprozentig schwarz, wie ich es haben möchte im Moment, da ich nicht so dolle grundiert habe. Zum anderen ist durchs Bürsten natürlich an einige Stellen Grün dran gekommen, deshalb habe ich es direkt am Anfang gemacht. Die werden jetzt auch einmal wieder übermalt. So. Da haben wir bei ihm hier die Panzerplatten, die Faust hinten auf dem Rücken. Mit samt der Hörner, die der festhält. Also ein Krams. Und bei dem Grott es ist lediglich der Lendenschurz und die Haare, weil da sind ja auch nicht so viele Details dran. Das werde ich jetzt einmal machen. Wenn das dann alles fertig ist, dann bin ich wieder bei euch. Zeig euch, womit es weitergeht, damit der Schwarz nicht einfach nur beige-schwarz ist, sondern hinterher cool aussieht. Also, bis gleich. So, die schwarze Farbe ist schon mit aufgetragen und sollte trocken sein. Wie ihr seht, die Waffe ist schwarz, hier hinten ist schwarz, die Schulterschützen sind schwarz, die Klaue ist komplett schwarz. Wir haben hier am Knie was Kleines und hier am Bauch so eine kleine Platte. Die sind auch jeweils schwarz und das ist natürlich dann hier der Grott, wie gesagt, Haare und Lendenschurz. So, damit es schön aussieht, machen wir eine Off-Black-Farbe. Also quasi nicht ganz schwarze Farbe.
Da fahren wir einmal Skavenblight Lynch, Dawnstone und Administrator Grey. Und zu guter Letzt, ein Eul. So, wir fangen an mit Skavenblight Lynch. Passt schön zu den Orks, ist nämlich ein leicht grünliches Grau. Denn die Pigmente sind da halt so reingemischt. Und das ist ganz nett. So, das nehme ich mir jetzt hier auf den Pinsel. Und gehe damit mal ganz leicht gegen die Struktur. Über die Haare des Grotz. So. Man sieht, glaube ich, schon jetzt einen kleinen Unterschied. Ob ihr das auf dem Lendenschurz hier macht oder nicht, ist euch überlassen. Kommt halt drauf an, ob ihr da noch ein Schachbrettmuster aufbringen wollt oder nicht. Wenn ihr eins aufbringen wollt, lasst das mit den Highlights vor, sonst sieht es zu wild aus. Hier mache ich es nicht, deshalb bürste ich da ein wenig drüber. So. Bei Gruck dasselbe. Ich gehe die Stellen, beziehungsweise über die Stellen, die hinterher schwarz sein sollen. Einmal ein bisschen drüber, sodass grundsätzlich diese Oberflächenstruktur nochmal anders zum Tragen kommt. Also es hat jetzt noch nichts groß mit Highlighting zu tun, was ich mache. Es ist lediglich dieses dem Schwarz das komplett Dunkle nehmen. Ich helle es quasi insgesamt ein bisschen auf. So, Wumme, hier haben wir auch einige Elemente. Da habe ich mich für Schwarz entschieden, da zum einen ich nicht so bunte Modelle möchte und zum anderen nicht ganz so viel Silber dran soll. Da nämlich sonst diese Waffe sehr prägnant wirkt. So. Und hier die Klaue. Da geht man dann auch einmal über die großen Flächen rüber, um das Schwarz nicht mehr ganz schwarz zu lassen. Ich weiß, es ist total paradox, was ich jetzt hier mache. Erst schwarz malen und dann wieder drüber bürsten, damit es nicht schwarz wirkt. Aber wartet ab, am Ende sieht es gut aus. So, als nächstes nehmen wir uns einmal Dawnstone. Nehmen uns wieder den Grott. Geht einmal noch mal ein bisschen hier über die Haare. Und einmal über den Lendenschurz. Ganz bisschen. Denn für Stoff, wenn ihr schwarzen Stoff wollt, würde ich das als Highlight belassen. Sonst wirkt der Stoff nämlich hinterher nur noch grau. So. Dann schnappe ich mir wieder Grook. Und jetzt geht es darum, mehr so ein Edge-Highlighting zu machen. Das heißt, ich suche mir gezielt die Kanten und gehe mit dem Pinsel über eben diese. Vielleicht seht ihr ja schon, wie es dann aussieht. Ich meine, das ist nicht jetzt so der Geschmack von jedem. Ich habe zum Beispiel ja eine lange Zeit die Videos von Girl Painting geguckt. Die hat ja auch immer mal dann gefragt, was soll ich machen für euch, für Videos. Einzige Voraussetzung war, sie malt keine schwarzen Rüstungen. Klar, das wirkt halt komisch, so, wenn man sich das anguckt. Aber das ist halt ein korrektes Edge-Highlighting an schwarzen an schwarzen Objekten. So kann man es ungefähr darstellen. Dass ein schwarzes Objekt halt auch irgendwo ein Stück weit Schatten wirft, sodass da oben sowieso grau ist. Nicht ganz so schlimm, dass da viel drauf ist. Es gibt kein richtiges Schwarz eigentlich. Es ist immer nur Ansammlung von Schatten.
Licht. So, nicht zu vergessen, hinten die Faust mit den Hörnern. Administratum Ring. Dann löst du nochmal leichter die Edge Highlights. Also die Haare von dem Grott. Die Haare aufgrund der Tatsache, dass die noch ein bisschen heller wirken. So, an manchen Strähnen. Fertig. Und hier. Um halt das ein bisschen natürlicher wirken zu lassen. Dass einige Kanten ein bisschen heller sind als andere. Das könntet ihr natürlich genauso gut mit Rot machen, wenn ihr Evil Suns machen möchtet, oder mit Gelb, aber Gelb ist schwierig. Schwierig sofort. Ich würde dann eher Rot empfehlen. Da beginnt man einfach bei den Platten mit Rhinoxide. Bürstet dann schön mit Corn Red drüber. Mit Mephiston Red. Macht ein Edge Highlighting mit Wild Rider Red. Und dann noch ein weiteres Edge Highlighting, da guckt man dann, ob man eher in einen knochenfarbenen Ton möchte oder ob man eher in einen gelben Ton möchte. Also kann man entweder dann mit Taulite Ochre ganz leicht bürsten, die Edges, oder mit Bushabdi Bone zum Beispiel. So, und da das Schwarz ja jetzt hier nicht mehr wirklich so schwarz aussieht, mache ich jetzt mit euch, dass das Schwarz wieder schwarz ist. Oh, oder so. Aber erstmal brauche ich die Kappe von meinem Bürstpinsel. Wo ist denn der jetzt hin? Da. So. Das waren dann jetzt eigentlich die schwierigsten Schritte vorerst, die ich euch live zeigen müsste. Und dann kann ich euch gleich immer sagen, was ich mache wieder. Wie vorhin bei der Haut. Ich sage euch, was ich mache. Mache das dann und zeige euch dann das Endresultat mit dem nächsten Schritt direkt. So, jetzt hier Nullen Oil auf die schwarzen Stellen. Es dunkelt zum einen die Highlights ein bisschen ab und zum anderen macht es schöne Schatten. Man merkt, ich verfolge im Prinzip so eine Art Comic-Stil für meine Orks, weil Orks sind eigentlich so grotesk und schräg, das kann nur Comic sein. So, hier haben wir diese eine Panzerplatte hier vorne. Da wird die Wumme hinterher auch noch in weiß, also in hellgrau hervorgehoben. So. Geht man einmal hier über die Schultern drüber. Vorsichtig, dass ihr nicht an schon quasi fertige Stellen das Modell kommt, zum Beispiel in diesem Fall jetzt hier die Haut. Dann müsstet ihr die wieder ausarbeiten und das ist natürlich sehr mühsam. Nicht so möglich, aber mühsam. Und wir wollen uns natürlich so wenig Arbeit wie möglich machen. Denn entweder ihr spielt nur Orks, habt dann schon viele Modelle zu bemalen, wenn ihr Boy-Armeen spielen wollt, was auch, glaube ich, mein Favorit ist. Man, Cans und so sind zwar cool, ein paar braucht man auch, also Bots jetzt so, aber der Grundkern einer Armee von den Orks besteht doch einfach nur aus Boys. Na gut, bei den Goths sind jetzt dann besonders viele Bosse, klar, weil das sind halt die harten Jungs.
aber Orks halt infanterielastig, finde ich. Sonst passt das nicht so richtig. So. Damit wäre dann Nile Oil überall drauf, wo schwarz ist. Ich stelle ihn weg zum Trocknen. Sage euch gleich das fertige Ergebnis. Dann machen wir direkt weiter. Also, bis gleich. Tada! Um diesen Ausschnitt mal nicht mit so anzufangen, sage ich einfach Tada und präsentiere euch hier die getrockneten schwarzen Teile. Und wie ihr seht, man sieht die Highlights noch, ja klar, aber es wirkt halt schwarz und nicht nur irgendwie schwarz oder grau. So, als nächstes kommt natürlich das Problem, die nächsten größeren Flächen zu malen. Das ist bei ihm, würde ich einfach mal so spontan tippen jetzt und sagen, die Hose, das Shirt, hier hinten die Holster machen noch relativ aus, viel Fläche aus, und das sonst ist eigentlich Detailarbeit. Hier sind wir schon bei der Detailarbeit angekommen, deshalb konzentrieren wir uns mal erstmal auf Geruck, und zwar Hose und Shirt. Ne? Und ich habe mir überlegt, die Hose bekommt eine Schicht in Steel Legion Dread und das Shirt in Rugged Flesh. Steel Legion Dread werde ich auch hier bei dem Grott für die Wicklungen um die Schuhe nutzen. Die Schuhe selbst in Rhinoxide und alles, was so an Bändeln ist oder Holz, Lederstrapse generell in Mornfang Brown. So. Wenn ich das dann habe, zeige ich euch dann gleich das Ergebnis. Im Prinzip ist es ja immer so dasselbe irgendwo und wiederkehrende Muster. Und deshalb zeige ich euch jetzt nicht, wie ich das anmale, sondern das Ergebnis. Mit dem Rugged Flesh werde ich nicht nur das Shirt malen, auch hier diese kleinen Wicklungen hier, die werden auch eine Schicht davon erhalten. Also zeige ich euch gleich das fertige Modell. Nun sehen unsere beiden so aus. Man sieht, der Griff der Granate und der Gürtel bei ihm sind braun. Diese Pantoffeln mit Socken drin sieht man auch, also braun und Rocket Flash. Wir haben hier Rohrboss. Auch überall ist schon ein bisschen Farbe dran. Und könnten jetzt eigentlich direkt zur nächsten Farbe übergehen. Und da haben wir Doomble Brown. In dem Falle nämlich hier für die Wicklungen der Waffen, also die Griffwicklungen. Und das war es eigentlich schon. Dann haben wir Skaven Blight Dinch nochmal hier für diese Schläuche. Da ist eine, da an der Waffe ist was, da oben. Alles für solche Schlauchteile. Dann haben wir hier einmal Karak Stone für die Nägel, die Zähne und diese Trophäenzähne, die überall rumhängen. Und Lead Belcher für alle Metallteile, also die wirklich Metallern sein sollen. Und wenn ich das fertig habe, dann melde ich mich gleich wieder. Nachdem diese Schritte dann auch beendet sind, ändert sich beim Grot jetzt nicht wirklich viel, aber beim Warboss, man merkt langsam. Und was für ein Farbschema er bemalt wird, ein sehr gedecktes, mit erdigen Tönen. Ein paar Details, das war's. So, als nächstes haben wir noch einige Stellen, die müssen golden bemalt werden. Zum Beispiel die Patronen, die da im Magazin zu sehen sind, oder der Zahn, oder diese kleine Patrone am Ohr. Dann haben wir Administratum Grey für die Teile, die hinter weiß werden sollen. Zum Beispiel lege ich schon mal ein Schachbrettmuster an. Ich male diese Details hier, die so werden sollen. Das Haarband beim Grott. Hier diese auf der Kniekachel dieses Muster, diesen Schädel. Hier über ein paar Teile in weiß. Und auch diesen kleinen Haarzopf, der hier hinten dran hängt, der wird weiß hinterher. Und dann habe ich noch einmal Rot. Corn Red, ganz klar für die Augen.
und für einige Teile der Raketen, denn die sind ja noch nicht wirklich bemalt. Und die anderen Teile der Raketen male ich, nein, nicht mit Avalanche Quartz, mit Taulite Ochre. Jawohl, um ein ganz klein bisschen Highlight und Farbe reinzukriegen. Also, wenn das fertig ist und der letzte Schritt ansteht, dann melde ich mich gleich wieder. Und nun, da alles bemalt und trocken ist, sehen die beiden so aus. Ich weiß, das mit den Raketen sieht ein bisschen albern aus, aber ist okay. So, ich habe bei dem Warboss nicht ganz so viel Schachbrettmuster angebracht, da sowieso sehr viel Weiß auch aktuell noch dabei ist. Deshalb wollte ich es nicht zu überladen, dass man das Schwarz auch noch sieht. Und dann sieht er jetzt halt so aus. Das ist dann der Gott dazu. Ist schon ein Größenunterschied, ne? Und jetzt kommt eigentlich der nächste Fun-Part. Einmal beide komplett mit Agrax Earthshade bemalen. Und dann werde ich nach diesem kurzen Video für heute erstmal Schluss machen. Denn es wird zusehends für mich zu einer Qual, hier zu reden, zu malen und unter der Lampe zu hocken. Ich will mich gleich lieber auf die Couch verdrücken. Und ein wenig Prospero brennt weiterlesen, / zu Ende lesen, dass ich dann auch Angelis Exterminatus richtig anfangen kann und nicht nur anlesen kann. Und würde dann für euch gegen Ende der Woche nochmal ein kurzes Video einreichen, um euch dann zu zeigen, wie die hier fertig bemalt sind. Wir sehen das bis jetzt erstmal hauptsächlich als ein How-to-Paint für den The Angel. Der hat sich auch die Stormclaw-Box bestellt. Und dir kann ich sagen, wenn du deine Orks bemalen möchtest, steht dir natürlich frei, dieses Tutorial hier zu nutzen. Dann mach das ruhig so. Wenn du alle Orks dann in dem Standard fertig hast, bis zum Wochenende, dann bist du erstmal schnell, ja. Und dann kann ich dir am Wochenende auch weiter zeigen, wie du das mit den Highlights dann machst, dass du schöne, einfach bemalte, aber schöne Orks hast. Bei mir ist ja auch noch die Sache, meine Orks sind nicht so bunt, da sie in der Vitrine direkt neben den Space Wolves stehen. Und die sind ja aufgrund der ganzen Rudelmarkierung und der Großkompaniemarkierung schon recht bunt. Und da wollte ich die Orks relativ farbneutral halten. Nicht farblos, nein, eher farbneutral. Sag ich dazu jetzt mal. So. Das ganze Modell kriegt jetzt eine richtig gute Schicht mit dem Agrax Earthshade. Einmal komplett über alles drüber. Über Haut, über Ausrüstung, auch über das Schwarze und über das Weiße. So, und dann ist bald schon ein Pott leer. Wunderbar. Echt ein ganz schön Verbrauch hier. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, würde ich das dann für heute dabei belassen wollen. Würde natürlich jetzt nochmal meine besten Wünsche und Grüße loswerden wollen an den 42. Das Motivationsgequatsche kommt dann für dich Ende der Woche nach diesem How to Paint dran. Da musst du dich im Moment noch ein wenig mit Balduins Videos nicht trösten, aber erstmal über Wasser halten. Da habe ich ja irgendwie gelesen, dass er heute Nacht ein neues hochladen möchte.
Also da wirst du dann auch wieder was sehen können, was du beim Malen auch schauen kannst, schön. Und den Balduin würde ich dann auf diesem Wege auch einmal grüßen wollen. Ich weiß, Warhammer 40.000 ist nicht deins, Balduin, aber Orks, oder? Orks sind deins. Von daher hebt sich das ein. Hebt sich das eine mit dem anderen wieder ein bisschen auf. Und wie gesagt, man kann natürlich auch alle Schritte, die ich hier mache, auf einen Fantasy-Ork übertragen. Denkt euch jetzt einfach mal an diese ganzen Granaten-Schusswaffen und diese Energieklaue weg. Dann sieht er ja sogar fast so aus wie ein Ork von Fantasy. Also viel unterscheidet sich da nicht. So, dann grüße ich natürlich auch noch, also die Angel habe ich halt im Prinzip jetzt oft genug erwähnt, der sei natürlich auch gegrüßt. Grüße ich natürlich auch nochmal den Waldschrat. Also in den letzten Videos auch mal angeschaut wieder. Also, schon cool. Auch cool dieser, sagen wir mal, Galgenhumor, den er hat. Wegen, ups, jetzt sind zwar fast alle tot, aber ich habe es trotzdem noch geschafft, lustig. Das finde ich cool irgendwie bei ihm. Und, macht dann auch Spaß zuzuschauen und sich diese Videos mal einzuverleiben. So. Jetzt werde ich noch ganz kurz die Modelle einmal unter die Wärmelampe stellen. Ich zeige euch gleich das getrocknete Resultat und dann haben wir es für heute. Also bis gleich. So sehen sie dann aus, wenn sie wirklich fertig sind. Das sind jetzt quasi die abschließenden Bilder. Huch. Im Prinzip könnte man einen Grott schon so aufs Spielfeld stellen, weil, ja, ist halt ein Grott. Ich weiß, vom Fluff haben Grotts nicht so viel bei den Goffs zu suchen, aber die brauchen natürlich auch irgendwo ihre Sklaven, die den ganzen Krams tragen. Also, habe ich auch ein paar Grotts. So, das ist dann hier nochmal der Face Ripper. Hier oben, da, nochmal geht noch nicht ganz trocken. Aber so sieht er jetzt aus. Und wie gesagt, Ende der Woche gibt es dann nochmal einen Maltisch am Mittwoch, Schrägstrich, dann der aktuelle Tag, beziehungsweise Maltisch am Mittwoch, Ergänzung zu heute, wenn es mir wieder ein bisschen besser geht. Und ja, ich hoffe, euch hat wenigstens dieses Lebenszeichen von mir gefallen. Es gab jetzt noch nicht wirklich viel Ausgefallenes und Unerwartetes. Das wird dann aber ganz bestimmt kommen. Und ja, ich mache jetzt dieses Video fertig, dass ihr das auch sehen konntet. Und wir sehen uns dann gegen Ende der Woche nochmal wieder bei der Fortsetzung dieses Maltisch am Mittwoch. Bis dahin, habt eine gute Zeit, malt eure Orks an, wenn ihr welche habt. Und bis dann.